Ja, servus Freunde, schön, dass ihr wieder richtig eingeschaltet habt. Hier ist der Mann der guten Laune, hier ist der Mann, der es kann. Welcome, woo, servus. So, zunächst wünsche ich euch erstmal alle da draußen morgen einen schönen Feiertag. Ja, ich hoffe, er wird schön, nicht nur weil ich es sag, nein, weil ich dich mag, richtig. Deshalb der schöne Feiertag. Nein, ich möchte mal Grüße loswerden. Ich grüße da, wenn ich mich recht erinnere, kommt die Julia aus Oberösterreich. Sie hat heute Geburtstag. Alles Liebe, alles Gute. Ich hoffe, du bleibst nach wie vor auf meinem Kanal. Alles andere wäre doch Pieps, Paps, Pups, Wurscht, egal. Dann grüße ich ebenfalls ein Österreicher. Ja, ich grüße ja eigentlich fast immer nur die Österreicher. Ich grüße den Michi. Ja, richtig, ihr wisst schon, der Stigi TV. So sieht's aus, richtig, ganz genau. Dann grüße ich natürlich noch ein paar alte Kumpels, Kameraden, Freunde, ebenfalls aus Oberösterreich. Da grüße ich zunächst mal die Damenwelt, die Lea, grüße ich da. Dann grüße ich, haltet euch fest, den Robert. Ja, sorry Freunde. Ja. Da gibt es natürlich noch mehr. Ich grüße eigentlich, lass mal, jetzt habe ich die Namen entfallen, ich müsste es jetzt aufschreiben. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr viele. Ich grüße ganz Oberösterreich, ich grüße ganz Österreich. Wie gesagt, für mich seid ihr Österreicher eben alle gleich, ob oben, ob unten. Spielt keine Rolle. Ich finde euch alle toll. Super, so sieht's aus. Ich grüße natürlich international alle Länder, die mich sehen. Tja, da sind mal wieder die Vereinigten Staaten dabei, da ist Japan dabei, da ist Italien dabei, da ist Österreich dabei. Richtig. Die Schweizer. Servus, grüezi miteinander. Ja, die sind dabei. Deutschland natürlich. Welcome to Germany. Servus, Deutschland ist auch dabei. Super, servus. Schöne Sache. Ja, ich grüße eigentlich alle. Egal, wo ihr zuschaut. Auf welchem Globus oder auf welchem Teil des Erdballs ihr seid. Ich grüße euch, servus, und ich nehme euch wieder einmal mit zum nächsten. Ach je. Oh, Brüller-Knüller-Hit. Bis dahin. Uff, da, Mensch, Mädel, wein doch nicht. Ach so, noch was. Die Lea hat öfters gefragt, jetzt, liebe Österreicher. Ja, ich hab's mit euch. Nicht nur liebe Österreicher, sondern alle. Da draußen ist der Scheiß, Pieps, Wurscht, Bums. Egal, wo ihr mich seht. Und ob ihr mich versteht. Die Lea hat mich gebeten, ich soll doch bitte mal ein Video drehen. Auf einer Kuh zu reiten. Also ich würde es ja grundsätzlich machen. Aber jetzt seid ihr da draußen, Freunde, genau, ihr da draußen, ihr Landwirte oder Hobbylandwirte oder wie auch immer, wenn ihr mal den guten Launeboy bei euch zu Gast haben wollt, sagt mir doch Bescheid, schreibt mich an. Ich würde ganz gerne mal so einen Rodeo-Trip auf einer Kuh machen, vielleicht auf einem Kalb. Ja, denkt dran, es darf nicht zu klein sein, weil ich bin auch nicht gerade der Schlankste. Nur das so am Rande. Nicht, dass das Kalb
und klick aus und ich habe gewonnen. Nein, das wäre ein Rodeo-Trip. Also ich wäre nicht abgeneigt. Jetzt, liebe Landwirte, seid ihr natürlich gefragt. Wenn ihr euch das zutraut, schreibt mich doch bitte an. Ich mache jeden Fun mit. Denn der gute Launeboy ist bekanntlich ein Hit. So, bis dahin sage ich, ich klicke mich raus und sage, piep, piep, piep. Ich halte hier an dieser Stelle nun nicht mehr länger aus. Servus. Und bleibt gesund und munter. Richtig wie ein Fisch und geht nie unter. Ciao. Wir sehen uns richtig.